in der Straße ruhig? Wir hätten den Trooper in die Gruppe einladen sollen, dann hätten wir besser reden Er hat können. doch eine eigene Gruppe. Der hat doch eine eigene Gruppe. Nein, Gruppe von... Ach du Scheiße. Ja! Alter, bist du hier runtergefahren? Oh, oh ja, fuck. Da bin ich runtergefahren. Oh fuck, Alter. Wow, oh, wow. Oh. Oh. Genau die fahren wir. Genau diese Straße werden wir fahren. Hier lang bis über die P2? Nee. Bis hier fahren wir und die fahren dann straight runter. Ist das jetzt Sürter hier oder was? Gleich? Ja, so. Ja, genau, genau. Genau die Straße, einfach weiter runter, genau. Ich habe mal 9 Punkte gesetzt jetzt. 3,7 Kilometer, dann sind wir schon fast da. Ja. Na, genau die Straße meine ich. Weil die führt an Sürter vorbei. Ich und weiß. Und fahren dann komplett runter dann halt, ne? Wir werden auch nicht bei der Kupfermine genau dran vorbeifahren, sondern werden die Nebenstraße nehmen. Ist ja egal. Nee, weil an der Kupfermine wird auch ausgeraubt. Weil sie bei dem Händler nicht dürfen. Ja, ich meine, ist ja egal, weil wir wollen ja da sowieso nicht hin. Das meine ich damit. Ja, wenn die werden da auch mal, die stehen, bleiben noch manchmal stehen, deswegen. Wir haben noch hier übelst viele Camper auf dem Server. Echt? Ja. Das ist ja das Problem an den Leuten, die campen ja alle. Die gehen nicht von Ort zu Ort, sondern die warten, bis irgendwelche Leute kommen. Ja. Boah, ich habe gerade Ruckler, nicht, dass er mir hin reinfällt, Alter. Ja, nee, wir sind weit genug weg. Du bist ein bisschen schneller als wir gerade. Ja, ich werde ein bisschen schneller bleiben erstmal, damit ich ein bisschen Vorsprung habe. Ja, aber... Na gut, vielleicht hat er sich auch den Wegpunkt gemacht. Ihr braucht nur diese Straße fahren. Ja, ich weiß ja nicht, ob er das weiß, weißt du. Wir können hier nur hier lang fahren, hier ist nur diese Straße. Ja. Ist ja gut. Alles gut. Denk mal ein bisschen logisch, Mensch. Dass wir da heile weggekommen sind, das wundert mich wirklich. Also. Mach dich nicht über mein Gehirn lustig. Sonst ja. Was. Und das, dass wir gleich... What? Oh, ja, du gerutscht. Nee, und das, dass wir gleich rauskriegen, das teilen wir dann durch zwei einfach. Weil du hast ein bisschen was, ich habe ein bisschen was und dann verkaufen wir einfach alles, weißt du? Und dann halt Hälfte, Hälfte. Ja. Was willst du für die Miete vom LKW haben? Gar nichts. Hallo, so macht man das. Das ist Roleplay, mein Freund. Ja, aber nicht in dem Clan, du Vogel. Achso, ja, scheiße. Entschuldigen Sie? Und, ich nehme sowas nicht, also... So, ich warte mal, hier ist nämlich eine Dingsens. Dass ihr hier seht, wo ich langfahre. Also ich sehe dich nicht, ich sehe nur deinen... Ja, wir sehen dich. Kannst fahren. Jo. Ich habe nur gewartet, dass ihr um die Kurve kommt. In 1,6 Kilometer sind wir an dem Punkt, wo ich den Weg gesetzt habe. Die Hauptstraße nur noch, ne? Nee, nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen Nebenstraße. Wir fahren relativ viel Nebenstraße. Eigentlich fast nur noch, bis wir an der Tankstelle bei der Polizei sind. Ah, das ist schon mal gut. Ah, es gibt ja keine Bullen, also sind wir nur an der Tankstelle. Ja, aber ist ja egal. Nein, ich meine gut mit... Junge, halt ein bisschen Abstand. Wow! Das meine ich nämlich. Wow, wie er ausgewichen ist. Er ist ein Fuchs. Wie das aussah. Der ist nur noch so rausgezuckt, so pang. Aber ich habe auch kein Heli hinter uns. Also ich glaube, die haben das verloren. Wahrscheinlich. Das finde ich gut. Wir haben sie schön ge. Und in der Safe Zone dürfen sie uns ja nichts tun. Nö. Da sind wir sind ja komplett safe. Und so, normalerweise würden wir jetzt hier rechts fahren gleich. Links fahren, damit wir bei der Kupfermine sind. Aber da fahren wir dann vorbei. Okay. Ach, da willst du ja, okay, ja. Okay. Bei der Raffinerie oder was? Nee, da unten. Oder? Warte mal, ich bremse mal ganz kurz. Ja, muss dann. Willst du jetzt hier links oder willst du jetzt geradeaus? Links. Ja, ne? Links fahren. Und die Straße führt dann halt direkt da zur Hauptstraße hin. Und zwar ganz straight drauf. Das ist sehr gut. Guck mal, ob er hinter uns ist. Ist er. Ja. Ja, vor lauter Staub, weißt du? Tja. Wenn wir die Fahrt fertig haben, dann haben wir erstmal wieder schön was geschafft. Dann bin ich zufrieden. Dann haben wir gut was gemacht. Ja, vor allem, wir haben schön ausgetrickst. Ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob die wirklich was von uns wollten. Ich glaube, die haben da irgendwas anderes gemacht. Ja. Man weiß es halt nicht. Ja. Aber weil der eine halt auch überfallen worden ist, weißt du? Aber warum sollten die den da überfallen? Und vor allem, wann arbeiten zweimal W und RR mit USV zusammen? Oder ja, USP, genau. Keine Ahnung. Vor allem habe ich ich habe den USP-Clan hier noch nie gesehen. Die sind noch relativ neu.
Genauso wie die 2xW, die sind auch noch relativ neu. Aber die kenne ich schon. Da sind ja Verräter von uns. Ja, stimmt. Laut der Aussage meines Polizeikontaktes. Ah, hier ist das Stadion, okay. Okay, Xtreme hat 500 von okay, Barry L geklaut, geraubt. Och man, Leute. So viel Langeweile nicht. Gegenseitig. Ja, aber wenn die Polizisten da jetzt online kommen, dann stehen die doch trotzdem alle auf Verfahrung, siehst du, ne? Ja. Wir haben 5 ADACs, 1 Sani, 5. Ey, die Polizisten sind da! Ja? 4 Stück, 4 Bullen sind da. Sehr gut. So, hier fahren wir gleich an der Straße rechts und dann sind wir fast da. Ja. Gib ruhig Gas. Ja, ich geb Gas. Ja, ich nicht. Ich geb sogar Vollgas. Polizei. Oder? Ja. ADAC. Polizei. ADAC. Achso, okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Was macht der da, Alter? Das sind ADACs, ey, die Penner. Kannst du nicht Auto fahren, oder was? Hier steht ein Quad, also hier wird wohl jemand im Versteck sein. Aber gleich bitte, wenn wir in die Stadt reinfahren oder gleich kurz vor der Stadt ein bisschen hinter mir bleiben. Ja, ja. Weil wegen so Stadteinfahrten dann Lag und so. Ja, ja. Wir haben es gleich geschafft, weil wir sind hier in der Safe Zone. Ja, ja. Sehr gut. Wie viel darf man da fahren? 50, glaube ich. 50. Ja. Achte ich auch so ein bisschen drauf. So minimal. Ja. So, ja, noch 200, 300 Meter. Jawohl, Junge. Ich bin drin. Okay, hört sich doof an, aber ich bin drin. Alter! Mann, genau. Diese Drecks-ADACs, ey. Die sind doch alle bekloppt im Kopf. Ey, die spinnen doch. Was ist das da? Polizei? Keine Ahnung. Das war ein Hunter. Ja, deswegen, ja. Normaler Hunter, sagst du das bei normaler. Mir so auch. Ja? Der rollt auch nur so vor sich hin gerade. Ja. Alter. Siehst du hier links die ganzen Wände? Ja, ja, ich glaube, das war von dem. Alter! Hier ist alles kaputt, Mann. Der ist nämlich gerade auch ein bisschen so nach rechts gekommen und dann. So. Hat er so wieder rüber. Ach, verdammt! Was denn? Ich wurde geblitzt. Oh, hier schleicht so ein SUV jetzt vor mir, weil er seine Reifen kaputt hat. Schleich mal schneller, Mann. Aber geblitzt wurde ich nicht. Ja, ich schon. Was hat er denn jetzt da? Ist der dumm oder was? Was will der? Alter, das kann nicht wahr sein, ne? Ich muss den ADAC rufen. Geh weg, Alter, dein Auto ist gleich Matsche. Warte mal, ich steck mal aus. Wir sind jetzt eh safe. Ja, trotzdem. Das kläre ich jetzt mit dem. Der Wagen ist kaputt, der fährt nicht mehr. Ey, sind doch auch gerade hier lang hier rausgefahren in die Kurve, Mann. Also fahren jetzt ihren scheiß Wagen da weg. Wir wollen noch was erledigen. Ab jetzt hier. Dann machen wir auch einen neuen Reifen dran. Sie können auch ohne Reifen ein Stück nach rechts fahren, dass wir vorbeifahren können. Haben sie auch eben auch gemacht. Vogel. Ne, kann er wirklich nicht. Guck mal. Ja, er kann ganz langsam fahren. Der soll damit nicht so stark einlenken. Der soll eher gerade fahren statt lenken. Wo ist der Trooper? Der ist gerade weggelaufen. Heißt, wir müssen jetzt eh noch kurz warten. Wo ist der? Der kommt da, glaube ich. Der kommt da gerade. Ich glaube, er holt gerade für den anderen ein Repacket. Wie wir ja alle in dieser, weißt du, alles ist gut, weißt du, und dann in dieser quasi, und dann in der Safe Zone, in der engsten Stelle, stehen wir jetzt rum. Ja, klar. Und er läuft dann. So, Trooper. Okay, Trooper ist bei seinem Truck. Ja, was macht er jetzt? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren müssen, wir fahren einfach.
Ja, macht ja einen Punkt. Ich glaube, in der Kurve hier stehen, machen wir jetzt einen Punkt. Ja. So, war ne hier. Da, ach, da unten ist der. Ja, dann war wir falsch? Ne, Hilfe, wir waren richtig. Alles gut. Oh, hups. Ich sollte nicht gerade durchfahren. Oh, leck, 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 leck. Wow. Suche Gruppe, suche Geld. Deine noch. Ich hab auch noch was dafür, ich hab auch noch was. Warte, warte. Pass auf, wo du hinfährst. Ja, ja, ja. Hier muss ich rein. Bah, Alter. Oh. Styler. Pro Mann, 10 Minuten und du bist bei uns dabei. Pro Mann 10 Mio, also 10 Millionen. Ach so. Warte mal. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich guck gerade. Ach, der ist an dem Haus. Der ist in dem Haus. Der ist in dem Haus. Rechts von uns. Ey, 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 ich bin auch noch hier. Ja, ist klar. Ich weiß, dass du da bist. Ich werde jetzt gerade mit F aussteigen, wie bei GTA, Mann. Komm, Junge, stell dich dazu. Ja. Ne, der macht den Zaun nicht kaputt. Voll der Spießer, Mann, ohne Witz jetzt. Spielverderber. So. Hier im Haus, hä? Ja. Guten Abend. Hier? Oder hier? Oder? Ne. Alter, der war doch hier! Hä? Der war doch sonst immer hier? Ach, hier, drei, ach, hier ist er! LOL! Und vor allem, weißt du, was ich, 9000 geben die gerade, Alter! Fuck, komm, wir beeilen uns! Bevor Trooper mehr hat. Eieiei, Kadamba! Die geben gerade echt geil Geld. Gut, dass ich wieder mit beiden Händen arbeiten kann, dann geht das gleich alles viel schneller. Wenn ich mal da auswählen könnte, Juwelier hier, ich wähle immer nur den Dingens aus, ey. Musst du scrollen, manchmal. Ja, ja. Also ein bisschen was kriegen wir dadurch schon. Weil bei 9000 ist schon gar nicht so übel eigentlich, ne? Ja. Aber die sind, glaube ich, relativ schwer, das ist das Problem, wir können nicht so viel davon mitnehmen. Also wir werden zusammen ein bisschen mehr über eine Million haben. Ach nein, nicht da reingucken. Das hat ja gut geklappt, ne Jungs? Jo, hat... Ach verdammt. Ja. Ja, war echt so, ja, echt war immer schön, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Alter. Bist du bei dir leer, oder was? Bitte? Ist deine leer? Nee, nee. Du hast ganz schön viel bei dir drin, oder? Ja. Geil, ich dachte wir haben voll wenig. Alter, willst du mich verarschen? Ja, hallo. Ja, ja, haust du rein. Was hat er gesagt? Er wünscht uns noch was. Hä, ach so, der ist schon fertig? Boah, oder er will nicht mehr reden. Je nachdem. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wieso? Ich hab auf Verkaufen gemacht, hat er den jetzt nicht verkauft, oder was der Pilz kommt, Alter. Also ich klicke auf Barren, gib die. Also ich bin schon bei über 1 Million, das mittlerweile. Ich mache immer das. Warum drücke ich eigentlich immer U? Kannst du mir das mal sagen? Wie bescheuert bin ich eigentlich? Verkauf doch, du Affe. Ja. Ah, jetzt. So, 9 Stück habe ich noch. Eieieiei, das war ein... Ich hab mich schon mit Stress abgefunden, aber... Ja, ein Tankwagengeber hat. Der kann auch andere Sachen also laden, außer Flüssiges. Ja, der kann ja alles landen, was man will. Ah, okay, cool. Hi. Hat halt seine Vorteile, das große Ding, ne? Wie viel kannst du denn laden damit? 1000. Boah. Hat mich aber 4,5 Millionen gekostet, das Ding, ne? Was kriegst du jetzt raus, wenn du jetzt alles verkauft hast an Silber? Also ich ein bisschen was hat mir mein Kollege hier noch bei sich drin gehabt, aber ich alleine habe jetzt schon 1,3 Millionen. Boah, ich habe 1,1 Millionen jetzt gemacht, glaube ich. Na, habe ich noch ein bisschen mehr, sag ich mal. Ja.
Aber der kann schon gut Geld mitmachen. Also, wenn ich so weitermache, kann ich mir bald den großen kaufen. Den ganz, ganz großen. Ja, ich habe 1,2 Millionen gemacht. Okay. Ich habe mir letztes Mal vom letzten Helikopter gekauft, aber ich war zu dämlich, den irgendwie zu landen. Ach, scheiße. Das ist scheiße. Vom letzten Geld. Naja, das ist natürlich kacke. Guck mal, der Preis ist gesunken von 9.000 jetzt auf 7.000. Und, ja. Noch für Glück, und man sieht sich hoffentlich bald wieder. Genau. Ja, und wenn du Bock hast, in der richtige Gang zu kommen, kommst du zu uns. Ja, cool, alles klar. Wir können das schreiben, wenn irgendwas ist. Ja, genau. Dann genau bis das, bald. Genau Salute, mein Freund. So, wie viel hast du jetzt gemacht? Warte. Wie viel hast du jetzt gemacht? Ich habe jetzt 1,223, also 1.223.000 habe ich gemacht. 1.500.000. Ja, dann kriegst du jetzt von mir 78.000 und dann hat jeder ungefähr 1,3 Millionen von uns. Yay! Weil 3.000 hatte ich noch bei mir in der Tasche. Ja, noch ungefähr 5.000, also das ist mir aber auch egal. Hier kriegst du 78k und dann ist gut. Hey, so, kriegst du 78k, alter Junge. Ja, darüber lache ich doch. So, wunderbar, dann hat jetzt jeder doch die Welt. 1,3 Millionen jeder gemacht. Fettes Ding. Ja, und das sogar, obwohl es zwischenzeitlich nicht ganz so gut aussah. Richtig. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zurück zum Marktplatz, einmal zum Geldautomat, oder? Ja, ne? Sollten wir tun. Schleunigst. Ich glaube, wir fahren das ganz umständlich Weg, aber das ist ja egal. Ach, das ist doch, hör mal, wir haben Zeit, immer. Ja, wir sind jung. Hör mal. So, und wo ist der Waffenhändler jetzt? Ja, da waren wir vorhin. Ja, das ist ja egal. Der ist in Agios. Pass auf, wir fahren gleich zur Garage. Dann holen wir uns ein schönes Auto raus und dann fahren wir nach Agios zusammen. Genau. Und wenn es da ausrauben, ohne Geld, ohne alles, dann fuck das off. Das ist doch scheißegal. Genau. Oh, ich hab Hunger. Oh. Ja, was zu essen gehe ich mir auch gleich kaufen. Oh, ich hab Hunger. Du hast Hunger, etwas essen, oder? Sonst verhungere ich. Ich hab noch 20. Alter, wie schnell geht das bitte? Was haben die denn dagegen gemacht? Was? Guck mal da. Voll am Absperren da. Ja, hab schon gesehen. Mit ihren Fahrzeugen, schönen guten Tag. Könnt ihr diese Dinge aufstellen, oder was? Wo hast du den geparkt? Nee. Da. Hier, ja, hier rechts. Nein. Hui. Ich gebe jetzt erst was zu essen kommen und dann tue ich mein Geld auf die Bank. Ich bin sehr intelligent. Mua. Ich kaufe jetzt 3 Wasserflaschen. Der Herr? 6-mal taktischen Speck. Ja. Ist ankommen. Die lecken hier alle. Was ist los? Ich kann dich nicht verstehen. Ich glaube, irgendjemand spricht dir im Zeichen-Chat. Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Marsch oder was? Was labert der Junge? Was ist denn hier los? Ja. Flammablen Wagen. So. Was macht der? Brauch ich nicht knacken, da fiss ich einmal gegen das Schloss auf. Doch. Hört mal aufpassen, was man hier macht, ne, Leute. Ja, die haben wir hier im Handtag. Moment. Ich guck mal ganz kurz. Okay, hier ist nichts. Wir müssen ja auf unsere Autos aufpassen, dass sie nicht geknackt werden. Wow, ich hab Frame-Brüche. Darf man aber doch nicht hier, oder? Darf man nicht, aber du weißt doch, du kennst doch die Leute hier. Du kennst doch die Leute. Komm, warte, dann kaufe ich jetzt was zu essen erstmal. Ich hab schon gekauft, ich bin auch hier und pass auf jetzt gerade. Okay, ja. So, ich bin vom Zit Essen her voll. Geht. Und mein Wasser, es ist auch wieder voll, so. So, taktischer Speck. Und erstmal speichern. Ja. Jo, genau. Und ich habe jetzt 7,6 Millionen auf dem Konto. Sehr schön. Oh, 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 oh. Was war das? Hier meint irgendjemand rumzuschießen. Keine Ahnung. Wenn du